In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Und auf der Quest jetzt auch Marineworth Cup. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ihr schaut Feuerbytes. Ich bin's, der Sascha, und heute gehe ich für euch auf hohe See. Ich schaue in Marineworth Cup mit der Quest. Und wann das Spiel erscheint, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe eine Vorabversion. Ich habe das Spiel auch damals schon mal gezeigt. Deswegen ist es schon verfügbar für mich im Store. Und in der Store-Beschreibung steht was vom 27. Januar. Und wir haben jetzt, ja, heute den 12. Februar. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz. Aber das Spiel erscheint natürlich jetzt demnächst. Einen Preis habe ich leider auch noch nicht. Da kann ich leider auch noch nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ich konnte schon ins Spiel reinschauen. Und das mache ich natürlich jetzt für euch. Ich gehe jetzt mal auf meine Yacht und dann schauen wir mal, wie das Spiel sich entwickelt hat, seit ich da vor ewigen Zeiten mal reingeschaut habe. Ahoi! Welcome to Marineworth Cup. Ja, Leute, ahoi! Ja, ahoi! Ich bin hier in Marineworth Cup. Das Ding erscheint jetzt irgendwann, also im Oculus Store steht 27. Januar, der ist längst vorbei. Und ich hatte damals schon mal so eine Alpha-Beta und aus diesem Grunde konnte ich es jetzt direkt nochmal runterladen. Das finde ich natürlich ganz cool. Ich schaue direkt für euch rein. Preis weiß ich leider nicht und ich sehe jetzt schon hier, ja, im Menü, es hat sich ein bisschen was getan zu damals, also es ist urlange her, wo ich da mal reingeschaut habe, da war das wie gesagt echt nur so eine Alpha-Beta und ich weiß jetzt so ungefähr, was auf mich zukommt und ich bin natürlich gespannt, wie sich das Ding entwickelt hat. Jetzt demnächst, wie gesagt, offiziell im Quest Store. So, ich würde sagen, wir schauen mal erstmal, was ist das? Open Webbrowser brauche ich nicht. Press Trigger to Continue und das machen wir natürlich. So. Ja, es geht natürlich um Segelschiffe, ne? Also Segelschiff fahren oder heißt das fahren? Okay, es hat sich eine Menge getan, okay. So, welcome to Marineworth Cup, let us show you the ropes. Start, skip onboarding. Okay, das kann man natürlich dann skippen, das Tutorial. Drehen kann ich mich hier nicht, das Wasser sieht toll aus. Also das muss ich sagen, auch der Vogel da oben, das sieht cool aus. Das Schiff, das ist okay, sage ich jetzt mal, ne? Ah, hier hinter mir auch so. Berge, das ist schon okay, das ist stimmig, das gefällt mir. Das hier ist so ein bisschen schlichter gehalten. Ein bisschen ist es am Flimmern, hier so die Seile, aber ganz bisschen nur am Flimmern. Also wieder meckern auf ganz hohem Niveau und ja, das Wasser gefällt mir auf jeden Fall, muss ich sagen. Das Wasser ist echt mega, das sieht richtig toll aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Tutorial. Let's get ready for sailing. You can press the X button on the left controller to open a quick menu tablet. Press the same button again to close. Okay, wir machen das mal. Okay, guck mal, Leute. Ich wollte es auch nicht festhalten, ne? Jetzt haben wir hier natürlich Home, Progress, Sound, Lock, Mode, Menü, Level, Welcome Screen, Height Offset. Kann ich mich größer machen? Guck mal, ich kann mich sogar größer, kleiner machen hier, ne? Okay, wenn das mal nicht so passt von der Höhe. Quit Game können wir auch. Menü gibt es hier nicht. Was ist das? Close This, okay. Das knackt scharf, das sieht gut aus, ne? Gefällt mir. So, und nochmal X und dann. So, ach, guck mal da. Da habe ich den voll verpasst. Der sieht echt cool aus, gefällt mir. So, you're comfortable. You can adjust your position if needed. I'm ready, let's go sailing. Okay, Mama. So, your task is to get to the yacht parked moored, was immer das heißt, at the end of this dock, wahrscheinlich das Ding. On the way there you will learn a couple of basic controls used in Marineworth Cup. Let's get on the yacht. Before we do that, let's learn a couple of things. Let's start. Okay, quick settings, laser pointed in left hand. Nein, ich habe das gerne in der rechten Hand hier. Enable snap turning. Nein, also es ist dann, ist das jetzt hier direkt? Okay, machen wir hier mal more settings. Was haben wir noch? Enable smooth turning. Geht das nicht? More options, main menu settings after you finish this section. Okay, enable snap turning. Ah, enable smooth turning. Ah. Hä? Was ist das denn? Enable Snap Turning, Enable Smooth Turning. Ich mache das eine aus und dann... Okay, ist egal. Enable VR Tunnel Effekt brauche ich natürlich nicht. Okay, so, let's start. To teleport. First point at a teleport location, then press and hold the right trigger until teleported. Okay, ich kann mich jetzt hier teleporten. Das ist aber schon fest vorgegeben, ne, der Punkt. Also ich kann mich jetzt nicht einfach so, wie man das aus anderen Sachen kennt, einfach so teleporten. Ich muss... Ah, guck mal. Well done. Okay, da muss ich länger festhalten. Okay. Teleport to the next ring, it might be slightly behind you. Da, ne? So, drehen kann ich mir immer noch nicht, aber ich drehe, dieses Rad drehe ich hier. Guck mal, Leute. Okay, ich drehe am Rad. So, muss er fest sein. Nice. So. Nice.
So. Well done. Ich habe aber irgendwie, ich mache nochmal hier X, komm, wir gucken nochmal Menü. Log, Mode, Menü, ich komme da nicht mehr rein in dieses Quit-Menü, Progress, Quit, nee, okay. Guck mal, leider mal mit dem Snap-Turning. Nice. Glaub, was? Ich habe jetzt irgendwas gemacht, ich habe am Rad gedreht, hab's nicht mitbekommen. You can just grab a wheel or use Thumbstick Touchpad or use a laser pointer. Okay, ich kann mich auch dahin teleportieren. Und dann kann ich es auch greifen. Guck mal, Leute, ne? Das ist das Tutorial. Es vibriert sogar so ein bisschen der Controller dabei. Oder ich mache das Ganze hier über diesen Strich hier unten. Seht ihr? Rechts, links kann ich auch. Oder halt, wie gesagt, richtig mit der Hand. So, okay. Press OK to proceed. So, wenn ich jetzt OK mache, dann komme ich dann zu meiner Yacht hier so Stück für Stück. Schade, dass ich mich hier nicht so, ja, frei bewegen kann. Hätte ich jetzt gerne gemacht. Okay. So. Ah, ich kann mich wieder teleportieren. Stück für Stück. Zack. Zack. So, so far you have learned how to teleport and how to use the steering wheel. Are you ready for racing or keen to learn more? Well done. Now you can decide what happens next. Okay. You can press the X button on the left controller to open a quick menu tablet. You can decide what happens next. Try sailing, learn how to sail tutorial, a race, go to the main menu, open quick menu tablet. Okay. So, und jetzt kann ich, jetzt haben wir ein bisschen mehr Einstellungen hier. Sound Volume, ne? Musik, Voice, Sound Effects, Master Volume. Progress, Sound, Lock. Was ist Lock? Sounds loaded, Game started. Okay. Dann haben wir die Sounds. Main-Menü. Progress. Start, Marine Worst Cup habe ich geschafft. Come aboard, learn sailing terms. Finish basic tutorial. Log into Marine Worst Cup, go sailing. Okay. Jetzt kann ich jetzt hier drauf drücken. Guck mal, Leute, dann kann man das hier direkt lernen. So, try sailing and learn how to steer the dinghy. Ist das dinghy? Wahrscheinlich, ne? To complete sail through the three gates local to the right from the starting position. You can find this level in sailing lessons dingy. Ja, mach mal hier dingy. Aber ich hätte gerne nochmal das andere Menü. So, ich gehe jetzt einfach nochmal ins Home-Menü. Achso, das ist ja Home, ne? Quit Game, mehr geht nicht. Wieso kriege ich das andere Menü denn nicht mehr? Ich drücke mal hier einfach Menü. Ne, da kommt dasselbe. Okay. Ich hätte das gerne nochmal mit dem Drehen hier gehabt. Schade. Okay, ist egal. Und dann machen wir jetzt hier Come Aboard, Start This Activity. Okay. So, vielleicht kann ich da noch... Oh, ich bin auf dem Boot. So, Welcome to Marine World Cup. Let's hold the basic. Also ich kann mich nicht... Achso, ich drehe jetzt das Schiff. Guck mal, Leute. Ich drehe nicht mich, ich drehe das... Ah, ich drehe das Schiff. Ah, guck mal, da unter Wasser. Das ist ja geil, ne? Die Fische sehen zwar gleich aus, aber es ist geil. Das gefällt mir. Man hat hier wirklich so das... Gefühl, dass man hier wirklich auf dem Boot steht. Okay. Hat was. Okay. So, learn the basics. First of all, let's make sure the height at which you are sitting is comfortable. Your head should be below the sail and at the same time the boat floor level should feel right. Okay. You can adjust your floor so, level. So, press X and 2 bring up a menu panel. Das hatten wir doch schon 100 Mal. Try clicking the plus or minus button. Ja, so setze ich mich aber jetzt hier nicht hin, Leute. So, exit to main menu. Once it feels progress right, close sound. The settings panel by Wie oft denn noch? Red close button. Exit to main menu. Das möchte ich nicht. Okay. So. Press X and close this panel. Habe ich gemacht. So, sit on the side of the boat. Da setze ich mich doch jetzt nicht hin. So, ich stelle mich hin. Okay. Sit on the side of the boat. So that the boat is balanced flat. And you can see around you. Sit low so that your view is not obstructed by the sail. Ich setze mich doch jetzt hier nicht hin, Leute. Dann seht ihr mich doch gar nicht mehr. Ich sitze. Okay. You are in the no-go zone. Okay. So, was war das? To steer? Push the right controller thumbstick left or right? Try no. Okay. Please sit down. Ideally, push it the other way. Ja, ich mach das in Stehen. Also ihr sollt euch eigentlich überall hinsetzen, damit ihr hier denn das Segel nicht vor den Schädel kriegt. Soll ich dem folgen oder was? Sail through all the gates. Welche Gates? Oh, jetzt gibt das Ding aber... You are sailing. Ja, ich segel. Ach, da ist Gate 1. Guck mal, Leute. Das läuft total fluffig, ne? Das ist schon geil. Also eigentlich soll man sich hinsetzen, Leute. Wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, ne? Okay. Das ist ein Wal. Fress mich nicht, ey. Ich bin Captain Ahab hier, ey. Also das geht richtig fluffig, aber es ist okay. Das hat irgendwie was, ein bisschen was wie so ein Rennstern. Adjust the main sheet to control the sail. Push the left controller thumbstick up or down. Ah, guck mal, jetzt gebe ich hier Gas. Habt ihr das gesehen? Und jetzt...
Ah, jetzt sammle ich das hier wieder ein. Kann man da auch was drücken? Next Waypoint, da ist so ein Kompass. Ich kann sogar auf die andere Seite mich teleportieren, wenn ich möchte. Ah, jetzt kippt das Boot gleich um. Ah, das will ich nicht. Lenk mal. Nee, andersrum. Okay. Dann gib mal das hier. So. Warum ist denn das jetzt langsamer geworden? Ah, jetzt ist es wieder schneller. Also muss ich mal gucken, wie der Wind weht. Keep going. You're almost there. Ja, ich mach das. Ach, guck mal, da hinten, da bildet sich jetzt auch so eine Stadt, so eine Skyline. Ne? Das sieht cool aus. Ist zwar 2D, würde ich sagen. Also sieht von hier aus nicht aus wie 3D. Aber es hat was. Also für die Atmosphäre trägt es unheimlich gut bei. Gefällt, gefällt. Also ich komme mir auf jeden Fall vor, als würde ich auf so einem Segelboot stehen. Wo ich eigentlich sitzen soll. Ich weiß, Leute, ich soll sitzen. Würdet ihr gerne sehen, wenn ich hier so wirklich so sitze, ne? So segel. Ne? Aber das kriegen die hin. Also dann filme ich mal eine Greenscreen und ihr seht mich nicht mehr. So, sail through the finish line, Beginner, try easy race minigame. Okay, warum ist denn das jetzt wieder langsamer geworden? Ah, weil der Wind sich gedreht hat. Woran sehe ich denn das? Okay, aber das ist geil gemacht, wenn der Wind hier so reinbläst in das Segel. Jetzt ist das wieder langsamer. Okay, man muss wirklich so ein bisschen rausfinden, wie das sich hier mit dem Wind so verhält. Ne? Also, das habe ich noch nicht so ganz raus, wie man das mitbekommt. Mit schnell und langsam, aber... Well done. Habt ihr das gesehen? Der hat mich gerammt. So, try next challenge. Okay. Mama. So. Das war das kleine Ding. So. Find the following items mainsail. Habt ihr das? Mainsail. Hab ich. Ahoy. Let's learn some sailing terms. Okay, jetzt the kann big ich auch sail noch on the lernen. Boat is called the mainsail. Can you find it? Ja, das ja. Mainsail. Well so. Done. Can you find those? Daggerboard und Boom. Daggerboard. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es hat geleuchtet. Tiller. Ach so, ist nicht Boom. Ich suche Boom. Main sheet. Ich suche das Boom. Wo ist denn hier Boom? Tiller. Ah, ist ja gut. Das ist ein Fisch. Das ist kein Boom. Es gibt keinen Boom. Boom, Boom ist kaputt. Ah, da. Boom. Boom heißt das. Okay, Tiller habe ich gerade gelernt, ne? So. Und Main Sheet? Daggerboard. Ach nee, das war das hier, ne? Main Sheet. So. Well done, my son. Your time 42 Sekunden. Next, you should try some sailing. So, das wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren, weil das Spiel noch gar nicht offiziell erschienen ist, aber ist okay. So, go sailing. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So. Enter Lobby, next session in einer Stunde. Da könnt ihr jetzt natürlich auch gegeneinander spielen. Try some Marineverse Cup Features. Log in to unlock more. Try a sailing lesson. Minigames, try a race. So, und hier waren nochmal die Settings. Okay. So. Input Player Boat VR Comfort. So, schauen wir nochmal. During Rotation. Enabled during Accurated. Enabled Effect Coverage. Flat Horizon. Nein, brauche ich nicht. Brauche ich das? Nee, das ist eine Vignette, das brauche ich nicht. Ich kann alles aus hier. Okay, was hatten wir noch? Also, Use 3D-Avatars, das hört sich cool an. Sogar B-Haptics sind unterstützt. Joe VR, was immer was das ist, wird auch unterstützt. So, Auto 180 Rotation After, Dingy Teleport, Enable Snap Turning. Ah, dann, achso, ihr könnt das, ihr müsst überhaupt Snap Turning aktivieren und dann könnt ihr zusätzlich auch Smooth Turning aktivieren. So, das wollte ich nämlich machen. Jetzt kann ich mir auch drehen, guckt mal, Leute. Aber ich kann nicht laufen. Das ist eine Katze, guckt mal. Na, Mietze-Miet? Mietze-Miet. I see something in you. Yes? But I don't know what it is. Was soll das denn? Thanks, Cat. If you decide to work with me, I can help you find something. Let's go. You should finish the yacht selling lesson first. Wie? Started from the menu. Okay, danke. Dann krieg ich ein Geschenk von der Katze. Was ist das denn? Grab me to record voice feedback. Okay, da ist eine Bimmel. Also es sind hier so Kleinigkeiten drin versteckt, ne? Finde ich cool. So, wir sind nochmal weiter in dem Menü. Progress. So, Task and Goals. Learn how to sail in VR. Das haben wir gemacht. So, Help haben wir noch. Home haben wir noch. So, jetzt gucke ich nochmal das Quick-Menü und dann gucken wir mal hier Progress. Das war das. So, Finish Basic Tutorial Yacht. Okay. Mama, start this activity.
So, und das Ding ist schon ein bisschen größer, ne? Das kenne ich noch damals, wo ich es schon mal gezeigt habe, in dieser Alpha Beta, und es sieht echt ein bisschen besser aus. Also das sieht geil aus hier nach oben, das gefällt mir mega. So, welcome to, ja, schon wieder, ne? Learn the basics. Alright, so. Let's get ready for sailing. So, ich kann mich jetzt hier drehen, das läuft auch richtig gut. So, kann man hier angeln? Ja, ist okay. So, let's try to adjust your position and move around the yacht. Okay. Press X on the left controller. Ja, das habe ich doch schon mit den Settings. So, for comfort you can use high set offset to adjust your... Ja, das haben wir, kennen wir auch schon. Push left thumbstick left or right to snap turn. Das haben wir. Ich habe ja jetzt Move Turn eingeschaltet. You can now close the settings panel. Okay. To teleport, first point at a teleport location, then okay. Press and hold the right trigger until teleported. Okay, das ist die Sache. Wo kann ich mich jetzt hier hin teleportieren? Weiß kein Mensch, ne? Sehe ich nicht. Wo soll ich mich denn hin? Ach, da. Nice. Okay. Select, press and hold. Okay. So, to steer, das kennen wir auch schon, ne? Also ich kann jetzt mich, wie gesagt, hier hinstellen. Ich kann jetzt entweder hier so richtig lenken, ne? Das Ding macht sogar hier Geräusche. Oder halt, wie gesagt, hier mit diesem Strich. Da kann man auch vom Weiten lenken. So, okay. In Marine World Cup, you can select a country you want to represent. To select your country, you need to log in into Marine World. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Also ich bin jetzt nicht eingeloggt. Once you select your country, you will get access to region-specific racing leagues. Also well done. So, the next challenge. That is for now. Tip, it's easier to steer using thumbsticks. Das geht natürlich auch. Guck mal, Leute. Ja, das ist dann der Arcade-Modus, ne? So, go back to the main menu, press X on the left controller. The next challenge. Was? Was soll ich machen? Go back to the main menu. Ne, ich mache hier the next challenge. So. So, was sollen wir machen? Welcome to let's try to steer two new ways. Okay. To steer you can use the laser pointer, click and drag the white dot on the wheel. Das haben wir schon gesehen. Hier zack, zack, ne? Kann ich steuern, wenn ich möchte. Da und oder hier einfach mit einem Thumbstick. Ist natürlich einfacher. Kann ich steuern, egal wo ich hier gerade bin auf dem Kahn. So, to steer you can also just grip the wheel using the grip button. Das habe ich euch auch gezeigt. Let's practice steering. So, turn the yacht away from the no-go zone. Target speed. Your goal is to reach a speed of at least 5.5 knots. Also muss ich jetzt das hier runter machen oder was? Ich habe keinen. Let's focus on steering first. Don't worry about sails yet. Okay. Wow, ich habe das Ding hier ins Gesicht bekommen. Da sieht man den Speed. Guck mal da. Jetzt gebe ich hier richtig Gas, ne? Guck mal hier. Boah, jetzt gibt das Ding hier richtig Gummi. Nicht, dass ich hier gleich untergehe. Oh, das ist geil. Ist ein geiles Gefühl, Leute. Es ist zwar nicht drumherum hier, ne? Aber es baut sich trotzdem irgendwie so ein Geschwindigkeitsgefühl auf und es ist irgendwie cool. So. So, that's it for now. Tip you some six steering when racing. Go back. Nee, machen wir ruhig die nächste Challenge hier. So, komm. So, was haben wir jetzt? Points of sail. Current point of sail. Broad reach. Let's turn to access the wind direction. Okay. Where's the wind coming from? Genau, man muss immer wissen, wo der Wind herkommt, damit man auch weiß, dass man hier Gas gibt und nicht stehen bleibt, ne? Look up to see where the wind is coming from. Okay, da oben. Ah, da. Guck mal, Leute. Da sieht man das. Wovon der Wind kommt. So, find the compass in the middle of the boat. Red zone also shows the wind direction. Okay. So, das ist der Kompass. No-go zone. Okay, das ist jetzt... Das ist jetzt nicht meine Welt, ganz ehrlich. So, was soll ich machen? So, ich drehe mich mal, Leute. Ach, das ist der Kompass. Ach, shit. So, hier, dreh dich mal. So, Kompass. Was mache ich jetzt hier? Ich habe es nicht verstanden. Ich kann das hier hoch und runter machen. Find the compass in the middle of the boat. Red zone also shows the wind direction. Okay, also der Wind kommt jetzt irgendwie von da, ne? Okay, irgendwie so. The point of sail is a sailboat direction of travel under sail in relation to the true wind direction. Okay, point of sail, okay. The different points of sail are no-go zone, close hauled, reaching, and running downwind. Okay, das ist mit so. How you adjust your sails depends on your current point of sail. Okay. Okay, ich soll das mir hier angucken. Also ich habe jetzt genauso viel verstanden wie vorher. Ist nicht meine Welt, Leute, ganz ehrlich. Ich bin noch nie gesegelt, ne? Okay. So. When boat is pointing down into the wind, you are in the no-go zone. Okay. When in the no-go zone, the boat will stop. Also no-go zone ist nicht toll. Das hier, ne?
Dann bleibt mein Boot stehen. Das soll es natürlich nicht, gerade wenn ich ein Rennen fahre hier. Stops the boat by turning into the no-go-zone direction. Ja, das soll jetzt wieder was geben. Was weiß denn ich? Da müsste es ja langsamer werden. Es wird aber schneller. Ja. Ah, jetzt wird es langsamer. Guck mal. So. Ich gucke jetzt einfach. Ah, hier ist das. Ah, das ist hier. Guck mal, das ist das Rote hier. Das wird mir sogar gezeigt. Super. So, jetzt bleibt das Ding gleich stehen. Und es geht gleich unter. Muss das so schief sein? When the front of the sailboat is pointing towards the wind direction, the boat is in the no-go zone. Okay. When the sailboat is in the no-go zone, it won't sail. Ja. You can use the no-go zone to stop, but if you want to sail into the direction of the wind, you need to follow the zigzag course. Okay. So, was steht da? Let's it go back. Ah, nee, next challenge. Machen wir nächste. So, guck mal, was jetzt kommt. Ah, es kommt wieder hier so Mainsail. Ahoy! Ahoy! Let's learn some sailing terms. The big sail on the boat is called the mainsail. Can you find it? Ja, sicher. Mainsail finde ich hier da. Mainsail. Well done. So, can jib. You find those? Ja, jib. Jib. Ja, wusste ich, dass das ein Jib ist. Wusstet ihr das auch? Ja, klar, ne? Main sheet. Ach, Porthelm, okay. Was weiß ich, was ein Porthelm ist. Porthelm. Delightful. So. Der hat doch gerade irgendwas gesagt von Port Jib hier, ne? Main sheet. Ach, Main sheet. Ach so, scheiße. Ich weiß es nicht. Da ist was. Starboard Jib Winch. Okay, wenn das Start, dann ist das hier irgendwie da hinten Port oder was, ne? Port Jib Winch Handle. Ha! Well done, my salty dog. Ja, salty dog. Next. Ich hab's geschafft, ich bin salty dog. So, Target Sail hier, das krieg ich hin. Ah, ne. So. Gib mal Gas. Let's hope to sail upwind. Your goal is to reach a target in front of you. Sailboat directly, Instead, you need to zigzag towards the target. Let's learn three new sailing terms. Port, starboard and to tack. Port side, left side. Starboard side, right, rechte Seite. Okay. Tack is an American... Oh, Leute, ich bin völlig überfordert hier. To sail in the direction of the north, you need to zigzag. Wir machen jetzt einen Zickzack-Kurs hier. Okay. Start moving by turning to the close hold point. Ich hab's vergessen, was close hold ist. Ist egal. Was ist das? Close hold. A boat is said to be sailing close hold when okay. Its sails are trimmed in tightly. This boat has two sails. Jib at the front and mainsail at the back. Okay. Entering the no-go zone. Sails are controlled by trimming them. This point of sail lets the boat travel diagonally to the wind direction. That is attached to the sail. Okay. In the close hold, your sails need to be tight. Trim the sails to gain speed. Start with the mainsail. Okay, das ist das Mainsail. Okay, jetzt gibt das Ding so ein bisschen Gas, ne? Adjust the jib. Was ist das? Jib? Das hier? Das ist ein Pfeil, ne? Ah, guck mal. Nice. Okay. Aber ich muss dahin. Let's try to gain more speed. Turn into the close reach point of sail. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist das richtig? Ich werde da langsamer. Leute, ich werde langsamer. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sehe hier keinen Pfeil, ich sehe hier gar nichts. Was ist denn hier? Was soll ich hier? Close Point of Reach? Close Reach? Da ist Close Reach, ne? Close Reach, Close Reach. Also ich muss ein bisschen weiter links rüber, ne? Okay, mach mal hier. So, links rüber muss ich, so. So, jetzt gebe ich Gas hier. So, jetzt bin ich schnell. Ja, aber ich muss doch da hinten hin. Close hold. Ah, jetzt bin ich close. Okay. Let me teach you a new sailing concept. Tacking. Understanding tacking will help you reduce your overall race time. So. Tacking is a basic sailing maneuver that you perform when zigzagging upwind. Okay, jetzt gebe ich wieder Gas, ne? Sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, ich mache das hier richtig. Ich habe aber ein Segel im Gesicht. Ich habe nichts verstanden. Also, ihr merkt schon, es ist leider alles in Englisch. Ihr müsst natürlich euch da reinfuchsen. Ihr müsst Segeln lernen, richtig jetzt hier mit dem Dingen. Das schaffe ich natürlich nicht mit so einem kurzen ersten Eindruck hier, dass ich jetzt hier richtig Segeln lerne. Das Ding wird immer langsamer.
Bin wieder in Beam Reach und Close Reach und so, Target. Soll ich da den Pelikan da ummünzen? So, ja, Time Well Done. Das war aber nicht gut, ne? Nur ein Stern. Aber okay. So, Well Done, Mate. Go back to the main menu. You have auto sales enabled. You can disable this in settings. Was immer das ist. Next Challenge. So, was soll ich jetzt machen? Control the boat's speed. Sailboat speed is affected by wind and its sails. Okay, the best sail setting depends on your boat and the wind direction. Start moving by turning into the closed hold point of sea. Da sieht man das immer, ne? Okay. Closed hold. Wo soll ich überhaupt hin? Da habe ich. Now you need to adjust your sails. In the closed hold, your sails need to be tight. Trim the sails to gain speed. Start with the mainsail. Also mit dem wieder, ne? Zack. So, mainsail looks okay. Adjust the jib. Das ist dann das, ne? Well, ich habe noch gar nichts gemacht. You can sail upwind. Now let's learn how to sail downwind. Turn into the broad reach point of sail. You may need to make the mainsail loose to make it possible. Okay. War das richtig? Wo soll ich hin? Broad reach, beam reach. Da, habe ich. Stay in the broad reach and trim the sails to achieve a speed of... Okay. Also... So. Da kriege ich aber hier keine 8 oder was ist. Muss ich das wieder anders machen? Geht's jetzt schneller? Ich raff das nicht. Achso, ich soll ja im Broad Reach, ne? Okay, das hier passt. Okay, ah, jetzt gebe ich Gas. 8 soll ich schaffen. Jawohl! Well done, ich gebe alles, ich bin hier der Kapitän. You can steer with your sails, for example. In the mainsail is too tight, sailboat will turn into the wind. Sheet is to turn towards the wind, makes the mainsail too tight. Was? Ja. Ist das richtig, was ich hier mache? Was? Sheet in the mainsail to turn towards the wind, makes the mainsail tight. So. Mit das hier ziehen? Ich ziehe einfach mal alles hier, ne? Okay, den nach oben. Ich weiß nicht, was ich hier tue, Leute. Was soll ich machen? Hier ist kein Punkt mehr, den kann ich nicht bewegen. Sheet in the mainsail to turn towards the wind. Running downwind. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich gebe einfach mal Gas. Was ist eine Brücke da hinten? Sieht auch gut aus, ne? Sheet in the mainsail. Das ist hier das Mainsail hier, ne? Hallo? So, jetzt ist das ganz unten. Ist das richtig? Okay, jetzt habe ich irgendwas richtig gemacht. Ich weiß zwar nicht was, Leute, aber ich habe es richtig gemacht. Das Ding ist hier kurz am Umfallen. Set it for now, go back to the main menu. Was, noch eine Challenge? Was muss ich denn hier noch alles machen? Finish, habe ich doch alles. So, gehen wir zum Main Menu. Wir gucken mal, was hier überhaupt noch alles gibt. Was ich hier die ganze Zeit mache, ich weiß das gar nicht. So, Login, das habe ich gemacht. Ahoy, you have complete 80% already. Progress, are you stuck? Join, okay. Wo war denn hier Progress? Ja, dann fehlt mir noch irgendwas, ne? Login, Basic, Tutorials. Habe ich doch fertig, hier ist doch ein Haken. Log. Okay, was haben wir da noch? Task and Goals. Login to Marine. Achso, das müsste ich jetzt noch machen, weil ich mich da noch nicht einloggen kann. Okay, go to Menü. So, und schauen wir mal. You are using a guest interface. Please log in to get access to the main menu and more features. Okay. Including sailing lessons, daily Settings, races help. And multiplayer. Okay, ich müsste mich jetzt hier einloggen, ne? Start this by logging in, getting to the end, practice race, taking start this activity. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Okay, log in. Ja, ich hatte mir mal was angelegt. Oh, das ist aber schon ewig her, das weiß ich nicht. Please enter your account email to log in. Okay, ja, das weiß ich nicht mehr. Kann ich dann jetzt nichts machen, wenn ich mich nicht einlogge oder was? Tour of the Boats.
So, Minigames, try a race or just relax. Okay. Multiplayer tour of the boats. Get familiar with your fleet. This is a yacht. Okay. Sailing pass required. Want to fly over the water? Get a sailing pass and try the... Okay, das ist wahrscheinlich ein DLC. Da stand noch irgendwas mit In-App-Käufe bei dem Spiel. Dingy kennen wir jetzt. Die Yacht kennen wir. Brauche ich euch eigentlich nicht mehr zeigen, ne? So, try sailing missions. Would you like to try an easy race? Navigate to home, then select mini-games. Okay. Das ist, ich muss da drauf drücken, er sagt mir dann, ich soll da drauf drücken. Okay. Easy race. Harvest, Harvest 1, Harvest das. Practice boat handling. Easy race. Komm, wir machen nochmal so ein Easy race. So, Startline is behind you. Okay. You will be sailing downwind. So make sure to keep your sail loose, so that you are catching the wind in your sail. So, ich muss jetzt nach da, ne? Der hat mir da sowas gezeigt. Nice. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, was ich gemeint habe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach, da ist die Startlinie. Ich muss erstmal drehen, okay. So, und jetzt machen wir hier so ein Easy Race. Wie habe ich denn... Wie habe ich denn vorhin hier anders gelenkt? Und dann soll ich irgendwelche Sterne mitnehmen. You're sailing downwind. Okay. Release the main sheet to catch the wind in your sail. Stars reduce your time. Okay. So, irgendwas machen die Sterne. Ich krieg dann neue Zeit. Dreh mal das Segel. Wie habe ich das vorhin gedreht? Ach so. Genau. Nee. Okay, habe ich mitgenommen. Keep collecting stars to reduce your time. Ja, mach ich doch. Ah, habe ich nicht mitgenommen. So. Man sieht die Sterne aber nicht durch das Segel, ne? Und ich muss nach rechts lenken, damit das Ding nach links lenkt. Also muss man sich so ein bisschen, muss man sich so ein bisschen umdenken. Okay, jetzt nehme ich keine Sterne mehr mit. Jetzt bin ich völlig raus. Wo sieht man denn meine Zeit? Ich sehe gar nichts. You got it. Ja, ja, ich hab's. Ah, ich muss da rum. Ich hab den. Da ist die Ziellinie. Nee, das war scheiße. Okay, ah, jetzt habe ich das Ding hier voll. Ah, Leute, mir wird schlecht. Ich habe mich gedreht. Ich habe mich selber gedreht. Ah, shit. Nee. Ah, mir schlecht. Wieso drehe ich mich denn selber? Ich will mich gar nicht drehen. So, ich will das Boot hier drehen. Ah! Habe ich doch geschafft, ne? Leute, das ist ein Riesentor und ich fahre da dran vorbei. Ich hab's echt drauf, ne? So, Mama, hier, gib mal Gas. Well done. Okay. Ja, ich bin rückwärts durchs Ziel gefahren, aber jetzt genommen. Jura 373, okay. So, Ranking. Das geht schon, guck mal. Ich bin auf Platz 373. Grab me to record voice feedback. Okay, ich kann jetzt hier noch ein voice feedback hinterlassen. Und back to main menu, try again, go to menu. So. Ja, das, der Fokus liegt natürlich nachher auf Multiplayer-Rennen und so weiter, ne? Ganz klar. Ja, ich hoffe, das reicht euch erstmal für den ersten Eindruck von Marineverse Cup. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich wie immer in die Kommentare. So, da ist noch ein Profil, das können wir auch noch machen. Mein Name ist Fuya Sailor, weil ich ja nicht eingeloggt bin. Ich hatte mich damals, habe ich mir einen Account gemacht, ich weiß ihn nicht mehr. Ich müsste ihn mir nochmal das Passwort anfordern und so weiter. So, try a race, Dingy Time Trial, Yacht Time Trial, Demo Race, Finished Yacht. Also müsst ihr erst das hier spielen, dann könnt ihr ein Demo Race machen. Und Free Sail oder einfach, nee, Free Sail könnt ihr auch einfach nur ein bisschen rumschiffen, wie ihr möchtet. Ja, ich hoffe, es reicht euch, was ich euch jetzt mal gezeigt habe. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann immer in die Kommentare. So, die Katze. Habe ich die jetzt hier irgendwie, habe ich jetzt schon was gemacht, dass ich hier... So, I see something in you. Yes, das hatten wir schon. Let's go. You should log into Marineverse. Ach so, ich muss mich einloggen, dann darf ich hier weitermachen. So, hier kann man noch so ein bisschen gucken. Ja, schön wäre, wenn ich hier so frei rumlaufen könnte. Und ich kann mich da jetzt nicht teleportieren. Ich muss wirklich den umständlichen Weg über die ganzen Punkte hier nehmen. Okay. So. Ich stehe dann irgendwo. Das sind die Wochenrennen. Und ja, also wie gesagt, echt schade. Und jetzt muss ich erst über den.
dass ich zu dem komme. Also der ist ein bisschen komisch gelöst. Also da hätte ich mir wirklich so ein Free Locomotion gewünscht, dass man einfach hier rumlaufen kann. Aber okay. So Leute, dann wie gesagt, ja, habe ich gerade schon gesagt, ne, bleibt noch ganz kurz dran bis zum Fazit. Wir sehen uns gleich nochmal. Ja, es hat sich eine Menge getan, seit ich das letzte Mal reingeschaut habe. Das muss ich gestehen. Es ist immer noch cool, es macht immer noch Spaß und es ist immer noch ein bisschen kompliziert. Ja, ihr lernt nebenbei so ein bisschen das Segeln. Das habt ihr im Video gesehen. Leider alles in Englisch. Aber so ein bisschen was habe ich aufgeschnappt. Und ganz, ganz schwer ist natürlich die Geschichte mit dem Wind. Den müsst ihr unter Kontrolle haben. Ihr müsst schauen, wo der Wind herkommt. Ansonsten, wenn ihr das Segel versetzt, dann wird der Kahn auf einmal richtig langsam. Das ist sehr, sehr tricky, aber es wird natürlich auch im Spiel erklärt. Leider wird das Ganze nur in Englisch erklärt, aber wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann kann man das ein oder andere mitnehmen, wie das Segeln funktioniert. Ein kleines Quiz immer am Ende der Challenge. Ja, da lernt man noch so ein bisschen was, ne? Was ist, obwohl das auch alles in Englisch ist. Also wirklich viel gelernt habe ich dann jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Aber das finde ich ganz, ganz cool. Ja, das Kernstück des Spiels ist natürlich der Multiplayer, wo ich jetzt noch nicht reingeschaut habe. Dafür müsst ihr ein Konto haben für dieses Spiel. Ich habe eins, aber wie ich schon im Video sagte, ich weiß die Zugangsdaten nicht mehr. Aber wenn ihr natürlich gerne möchtet, dass ich nochmal in den Multiplayer schaue, dann kann ich das natürlich reaktivieren und dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ich mal für euch an so einer Regatta teilnehmen soll. Was ich nicht ganz so cool fand, war dieses Teleporten. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass ich mich frei in diesem Yachthafen bewegen kann, mir alles anschauen kann. Das ist ein bisschen blöde gelöst hier mit diesen Teleportpunkten, aber okay, das ist Meckern auf hohem Niveau. Es ist eine Menge drin und ein Schiff konnte ich nicht freischalten. Dafür braucht man so ein In-App-Dingen, so ein DLC-Dingen, so kam es mir auf jeden Fall vor. Es steht auch in der Store-Beschreibung, dass In-App-Käufe verfügbar sind, also wird da auch noch was kommen. Was das alles kostet, weiß ich leider nicht. Und deswegen hier auch mein Fazit an dieser Stelle. Ich kann ja da nicht sagen, ja, weil ich den Preis nicht weiß, was ich jetzt zu dem Spiel sagen soll. Ich sag mal so, bis 1999 würde ich sagen, ist das alles in Ordnung, weil es funktioniert, es flimmert nichts, technisch alles cool, es läuft alles fluffig, das Wasser sieht cool aus. Es ist ein cooles Gefühl, da auf der Yacht zu sein und da rumzuschippern. Also das macht schon Spaß. Ja, also für alle Segelfreunde eigentlich ein gutes Dingen. Es war auch sehr, sehr lange in der Entwicklung. Ich glaube, mein letztes Video liegt um die 2 Jahre zurück. Ja? Ich pinne euch das natürlich gerne hier oben mal an und dann könnt ihr euch das gleich noch anschauen. Ja, dann hoffe ich, ihr konntet mit meinem Video ein bisschen was anfangen. Wie gesagt, wenn ich nochmal reinschauen soll, auch in den Multiplayer und so weiter, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich jetzt mega noch über ein Däumchen von euch freuen. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, ja, dann macht es doch gerne jetzt. Bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle. Dann ganz zum Schluss wie immer mein Discord-Server mit derzeit über 280 VR-Usern. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily Deal der Oculus Quest, sämtliche AppLab-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Jetzt hier zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert dann auch gerne durch. Dann sage ich nochmal Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöne Woche, wie ihr es von mir gewohnt seid. Und ihr wisst schon, bis zum nächsten Video, euer Sascha.